Wir Wirtschaftsjunioren hatten die Idee, ein großes Sozialprojekt dieses Jahr stattfinden zu lassen, weil wir uns in der Verpflichtung sehen, auch was an die Gesellschaft zurückzugeben. Und das war ein Stück weit unser Antrieb, dass das irgendwann gar keinen Diskussionsgrund mehr gibt über Inklusion, sondern dass das vollkommen selbstverständlich ist. Ich fand die Idee, die dahinter steht, toll. Berührungsängste abzubauen, das fand ich ganz wichtig, dass schon die Allerkleinsten lernen, aufeinander zuzugehen und zwar offen aufeinander zuzugehen, weil wir eine große Gemeinschaft sind und jeder ein ganz wichtiger Teil dieser Gemeinschaft ist. Ich möchte Momente schaffen, die Kinder niemals vergessen. Und es geht darum, den Kindern Selbstvertrauen zu geben und ihnen zu zeigen, dass es wichtig ist, dass wir verschieden sind und dass es wichtig ist, dass diese Welt bunt ist. Ich bin an sich überwältigt. Ich glaube, den Kindern macht es unheimlich viel Spaß. Sie sind interessiert dabei, sie sind aufmerksam, sie setzen das um, sie schauen in der Umgebung, was macht der, was macht der. Projekte wie Rumpelröschen sind wichtig, weil sie Inklusion fördern, weil sie Grenzen und Hemmschwellen abbauen und weil sie einfach auf spielerische Art und Weise das Miteinander fördern. Und ich denke, hier sieht man auch sehr schön, wie die Kinder miteinander umgehen, aufeinander zugehen. Das Projekt ist aus meiner Sicht ein Erfolg, wenn das nach außen getragen wird, dass die Erkenntnis einfach da ist, Mensch, was können wir noch bewegen? Weil das wurde gespendet, es wurde gesammelt, es wurde das Projekt aufgesetzt mit dem entsprechenden Erfolg. Und wenn das so geht, dann gehen auch andere. Was hier bewegt wurde, was hier auf die Beine gestellt wurde, von einer Idee bis zu diesem Projekt, das ist schon ziemlich einmalig und ich mache wirklich viel, viel für Kinder mein ganzes Leben lang. So ein Projekt habe ich auch noch nie gemacht, deswegen war ich auch gleich Feuer und Flamme. Jetzt geht es los! Hira Rumpelröschen, Hira Rumpelröschen, Hira Rumpelröschen, Hira Rumpelröschen, Hira Rumpelröschen. Ich würde so gerne fliegen, einmal die Welt von oben sehen. Fliegen, hoch auf den Wolken liegen, ach, das wäre bestimmt so schön. Hey, wir würfeln da mit Büchern, hey, hey, wir würfeln da mit Büchern, wer Bücher schreibt, wer Bücher schmeißt, wer weiß nicht gerade, wer viel sagt, hey. Büchern, hey, hey, wenn damit Büchern, Bücher schmeißt, ist voll wegsnack, das ist ja wohl mal Fakt. Süßen Kram und Weichen kommst du leider eben nicht umsonst. Süßen Kram und Weichen kommst du leider eben nicht umsonst. Süßen Kram und Weichen kommst du leider eben nicht umsonst. Süßen Kram und Weichen kommst du leider eben nicht umsonst. So ein Zauberstab beschützt, auch wenn du ihn nie benützt. Er schenkt dir einfach Selbstvertrauen. Man lässt sich nicht so leicht in die Pfanne hauen. Und irgendwann, vielleicht verschenkst du ihn, dann brauchst du zu sagen. Was ist das Wichtigste heute? Es macht gar nichts aus, anders zu sein. Denn anders zu sein ist ganz schön wichtig. Total wichtig. Denn wenn wir nicht so anders wären, dann wären wir nicht verschieden. Die Welt ist bunt. Denk daran! Ich fand es gut, dass wir zusammengearbeitet haben. Wir haben jetzt schon eine enge Freundschaft alle irgendwie gebildet. Es gibt halt auch Kinder, die anders sind und man lernt halt auch die kennen. Zusammenhalten und so ein Gruppengefühl entwickeln. Ich finde, das fühlt sich besser an wie alleine. Ja, klar. Man hat so neue Freunde gefunden und ist schon echt toll, gell?
Es ist einfach ein wunderbares Gefühl und dafür möchte ich mich sehr bedanken. Die Kinder untereinander haben sich gut verstanden, haben sich getragen, haben zusammen so eine wirkliche Gruppendynamik entwickelt. Ein Vorbild für alle sollte das eigentlich sein und dass man da auch eigentlich ganz viel lernen kann. Das ist richtig toll, wie die miteinander umgehen und wie die jetzt hier da auf der Bühne stehen, präsent sind und einfach zeigen, wer sie sind. Es war eine tolle Atmosphäre und tolle 2 Wochen Probe und jetzt der Abschluss auf den 3 Bühnen war einfach nur genial. Von meiner Seite aus nochmal einen recht herzlichen Dank an alle Sponsoren, über 50 Sponsoren, die mitgewirkt haben, die uns finanzielle Unterstützung gegeben haben. Wir haben hier 5 Projektgruppen gehabt und dann über 50 Helfer während der Proben und jetzt während den Auftritten auf der Bühne. Und so ein Projekt zu stemmen, geht halt nur gemeinsam. Ich würde mir wünschen, dass unsere Gesellschaft offener wird für Inklusion und dass wir das annehmen als Selbstverständlichkeit, dass es Menschen gibt, die anders sind und anders sein dürfen und akzeptiert werden in ihrem Anderssein.